So. Hubi. Ja. Ich wollte nur sagen, Was denn? bald ist Valentinstag. Bald ist auch wieder Weihnachten, wenn ich mir draußen angucke, wie der Schnee liegt. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und es ist schon wieder düster draußen. Das sieht immer so komisch aus. Da weiß man gar nicht, wie man sich hinstellen soll. Aber das Höhen-Event läuft ja noch mit Kyogre und Groudon, wie ihr alle wisst. Und alle sind ja begeistert gewesen, dass eben Groudon jetzt als Shiny verfügbar ist. Sind da schön auf Groudon-Jagd gegangen, wollten sich Shinies ergattern. Aber auch Kyogre konnte man weiterhin als Shiny bekommen. War ja schon das zweite Mal jetzt als Shiny da. Und insgesamt eben das dritte Mal. Und ich habe euch hier mal gezeigt, wie man es also schafft, dass ein Shiny Kyogre fliehen kann. Denn ich habe mich da riesig gefreut, wieder mal bei einem Raid gewesen, Kyogre gemacht, ist Shiny gewesen. Da ist natürlich immer die Begeisterung groß. Und ihr wisst alle genau, ein legendäres Shiny hat eine 100% Fangquote und kann nicht fliehen. Insofern ihr eben einen Ball mindestens trefft. Deswegen immer, wenn ein Shiny-Legendäres da ist, nehmt gelbe Beere, nehmt gleich 6 Bonbons mit statt 3 oder bei einem Event eben noch mehr. Und dann habe ich nicht schlecht gestaunt, dass ich meinen Ball draufgeworfen habe. Ganz gespannt gesehen, okay, das bleibt jetzt drin. Das ist ja 100% Fangrate, nicht Quote. Und was ist passiert? Es ist ausgebrochen und es ist geflohen nach dem ersten Ball. Ja, wie ist das denn passiert? Was hat der Ramses denn da wieder gemacht? Ich habe dann auch noch ins Tagebuch reingeschaut und überraschenderweise stand natürlich dann da, Kyogre wurde gefangen. Hey, aber das war jetzt kein Fehler, sondern ich habe dann einen kleinen Trick angewendet, um euch ein bisschen an der Nase rumzuführen und es ist jetzt auch schon wieder alles aufgedeckt und aufgeklärt, denn wir hatten das so gemacht. Das war beim Account von Bob eigentlich drauf. Ich habe gesagt, ey, warte Bob, ich melde mich einfach mal kurz bei deinem Account an, klick das auch an und sobald ich das dann auf dem Bildschirm habe, fängst du das, dann ist es bei ihm ja gleich drinnen geblieben und bei mir war es immer noch im Fangbildschirm zu sehen. Ja, dann war es natürlich klar, weil eigentlich war es im Spiel ja schon gefangen und bei mir hat es dann noch rumgehangen, dass es dann eben ganz normal und typisch ausbricht und flieht. Einfach damit es da weg ist, aber es war ja trotzdem schon vorher gefangen. So konnte man nämlich dann die Leute veräppeln, wenn man das einfach nur abspielt und zeigt, hey, ich habe da ein Shiny und das ist geflohen. Und alle wissen ja 100% Fangrate, aber nur bei Legendären. Ich muss es immer wieder dazu sagen. Solange blende ich euch natürlich noch ein anderes Shiny Kyogre ein, was diesmal aber auch von mir war. Was ich gefangen habe, was im ersten Ball drin war, so wie es sein soll, und ein Shiny Groudon noch hinterher, weil heute so ein schöner Tag ist, ne? Und immer wieder kommt natürlich die Frage auf, bei wilden Shinies gerade, warum nimmst du da goldene Beere? Und das ist total unnötig, habe ich letztens wieder in der Gruppe gesehen, wurde darüber diskutiert. Aber wilde Shinies haben keine 100% Fangrate. Die können fliehen, das ist manchen Leuten schon passiert, die haben sich so geärgert. Das ist anders bei Quest-Pokémon, wenn ein Shiny aus der Quest kommt, das kann nicht fliehen. Wie bei den Feldforschungsdurchbrüchen, die können nicht fliehen. Bei den normalen Feldforschungen, die können nicht fliehen. Legendäre aus Raids können nicht fliehen. Aber wilde Shinies, da war ein Video irgendwo mal zu sehen, da hat einer ein Schwalbini angetippt, das Schwalbini war shiny, er curved, goldene Beere, freut sich übelst und dann bricht es aus und ist weg und die Welt ist zusammengebrochen, oh mein Gott. Deswegen ist es immer noch ein Unterschied, wilde Shinies, da müsst ihr aufpassen, die können flöten gehen, das wäre natürlich sehr ärgerlich, gerade wenn man sich da bei 200, 300, 500 Zickzacks durchgekämpft hat oder Schwalbinis, gerade in letzter Zeit, dann kriegt man endlich mal ein Schwalbini shiny und das haut dann auch noch ab. Das ist ärgerlich, das will man natürlich nicht. Deswegen passt da auf und seid lieber vorsichtig auf der sicheren Seite mit goldener Beere, mit Hyperball. Man soll ja eigentlich genügend haben, die werden einem ja auch hinterhergeschmissen, auch aus den Geschenken. Und ja, aus legendären Raids weiterhin 100%, dass man schön die Beeren sammeln kann. Was natürlich auch sinnvoller ist, weil man muss ja erstmal Leute finden, dass man das zusammen macht. Dann muss die Chance erstmal da sein, dass es eins wird. Die lassen sich eh generell schwerer fangen als normale. Und wenn dann ein Shiny nach 16 Bällen einfach fabelhaft gecurved mit goldener Beere und Hyperball,
Es gibt ja da gar keine Überbälle mit Premierball. Weg wäre, ich glaube, da würden sich die Leute massenhaft umbringen. Deswegen haben sie das so gemacht, dass wenn ihr wirklich das habt, das auch machen können, dass in diesem begrenzten Zeitraum, wenn jetzt 1 bis 2 Wochen da sind, ihr wirklich einfach das raiden könnt und die Shinies einsacken könnt. Aber bei Wilden immer aufpassen. Und ja, das Höhen-Event ist jetzt auch bald zu Ende. Ich weiß gar nicht, bis wann das jetzt noch geht. Bis 29. glaube ich. Morgen ist der 27. Ja, wann das Video jetzt wiederkommt, weiß ich auch nicht. Im Endeffekt kommt es eh irgendwann in 10 Jahren, wenn schon alles vorbei ist. Aber genießt das Höhen-Event noch. Fangt noch ein paar Shiny Kyogre, fangt noch ein paar Shiny Groudon. Wie gesagt, die können nicht fliehen. Und wenn euch eins flieht, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Und viel Spaß natürlich noch bei Schwalbini und bei Zickzacks, dass ihr die auch noch bekommt. Wer schon eins hat, schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt natürlich auch rein, wenn ihr Zickzacks habt, Schwalbini, Kyogre, Groudon oder überhaupt. Oder schreibt einfach nur mal Hallo, das reicht auch schon. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.